Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Under a New Sun. So, jetzt muss ich mal ganz kurz auf meine... Meine Stats, die sehen nicht gut aus. Und da wartet Mr. Schweinebär. Zack! Komm her, Schweinebär. Schweinchen. Komm nicht hier hoch. Hier oben ist es nicht schön. Dieses Kratsch. Das ist, glaube ich, wenn das Schwein in den Stein beißt. Oder stößt. Schlägt, keine Ahnung. So, Häuten, ja, von mir aus. Messer habe ich. So. Habe ich denn hier einen Grill? Einen Grill habe ich nicht, nein. Das heißt, wir müssen uns von sehr gute Kokosnüsse ernähren. Ja, hä? Mach doch. Aber das passt schon. Boah, ja. Oh, das war nötig. So. Wie sieht's aus? Haben wir nochmal irgendeine? Wäre gut. Reicht noch nicht. Bin ich... Oh ja, da hat's viele. Und eine Schlange. Wo war die? War die hier? Ja. Zack. So. Mein Pfeil bitte. Danke. So, hier habe ich... Oh ja, da sind welche. Oh ja. Feine Kokosnüsse. Was ist der andere? Na da. Mein Pfeil brauche ich wieder. Danke. So. Kokosnuss. Und... Uha. Da ist aber jemand hungrig auf der Insel gelandet. Aber gut, das hier... Oh ja, da hängen viele. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Je bon. Wie sieht's aus? Nochmal eine? Ja, besser. Bevor die schlecht werden. In der Hosentasche. Wegen den ganzen Sockenfusseln. Taschenfusseln. Wo ist mein Leben? War der nicht immer hier? Warum ist da kein Leben? Warum ist da kein Leben? Hier ist noch irgendwo eine Schlange. Schlange. Doch. Ausgeschlankt. Fertig geschlankt. So, let's have a look, ob hier zufällig vielleicht ein bisschen... Nein, gar nichts dabei. Okay. Wir schwimmen. Und Eisensperren. Und wir harponieren uns ein Drohnchen. Komm her, Dröhnchen. Nein. Au. Hat mich der Sauhund einmal erwischt. Oha. Hat sogar ordentlich wehgetan. Mistding. Mistiges. Oh nein. Kein Lehm. Ah, verflucht. Was ist das denn? Ah, ich dachte gerade. Dämliches. Aber hier gibt es viele Kokosnüsse. Hier gab es doch früher nicht so viele Kokosnüsse, aber dafür gab es hier mehr Lehm. Weg da, Krebs. Das ist meins. Meins Kokosnuss. Hier ist nix. Oh, da hängt auch eine. Wow. Ich hoffe nur... Ah, Moment. Waren wir hier? Das ist immer das Problem. Ich weiß immer nicht, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, fast eine Woche lang nicht aufnehme. Oder sogar, das war glaube ich sogar über eine Woche jetzt, weil ich busy war. Und deswegen
weiß ich dann nicht mehr genau, wo wir schon waren und wo noch nicht. Aber offensichtlich waren wir hier. Und haben uns, den Lehm geklaut. Ja, wir waren auf dieser anderen Insel. Auf diesen vielen anderen Inseln und auf dem Rückweg haben wir uns da den Lehm mitgenommen. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Und das ist dann für mich, keine Ahnung, echt lange her. Aber da wir da gespeichert haben, ist es halt dann doch nicht so lange her. Oh, schön, das war mein Bogen. Mein Bogen hat sich verzogen. Das heißt, habe ich denn noch eine Axt? Ja, die wird sich wahrscheinlich auch bald verziehen. Dann holen wir uns mal einen langen Stock und machen uns mal eben einen neuen Bogen. Denn ohne Bogen keine Drogen. In Form von Kokosnussdroge. So, Bogen, ein Seil. Habe ich nicht? Habe ich auf dem Boot. Will ich auch im Boot belassen. Machen wir uns hier mal eben. Eins, zwei. Einmal Seil. Flump. Einmal Bogen. Flump. Oh, der ist jetzt ganz voll. Wegen dem Aim wahrscheinlich, weil wir so viel Aim haben. Und ein Pfeil fehlt mir auch. Oh, Schmetterling. Hier fliegt doch bestimmt einer rum, oder nicht? Ja, manchmal halt eben schnell noch einen. Zack. So. Stöcke. Ja, langer Stock. Ja, das Zeug schmeiße ich raus. Brauche ich nicht. Kokosnüsse haben wir jetzt genug. Wie sieht's aus? Da könnte ich auch mal wieder eine reinstecken. So, wir sind schon wieder geheilt. Das ist gut. Ich muss niesen. Das ist nicht so gut. Ich muss in die Sonne gucken. Ja, doof. Dann sollte ich jetzt wohl mal erstmal hier Rohhaut weg. Kokosnüsse lasse ich mal im Inventar. Ja, wo gehen wir denn dann hin? Schwierig. Wir könnten wieder ganz nach da hinten fahren. Aber da waren wir ja schon. Ich wollte ja mal woanders hinfahren. Sollen wir das machen? Sollen wir woanders hinfahren? Und wo kommt der Wind? Kommt da. Aber dazu müssten wir erstmal wieder nach Hause fahren. Ich wollte ja in diese Richtung, nach rechts oder nach hinten fahren. Denn in diese Richtung waren wir jetzt, sind wir hier einmal nach links rum. Wir sind ja jetzt quasi von hier sind wir nach da gefahren, dann da weiter und einmal hier rum und sind dann auch irgendwie hier rausgekommen und dann noch da rum und sind aber irgendwie wieder hier zurückgekommen. Ja, genau. Und jetzt möchte ich gerne mal nach da hinten raus. Und da finden wir bestimmt auch Lehm. Ja, machen wir. Machen wir eine Bootstour, was soll's. Denn da ist auch leer. Wenn wir hinter uns leer haben, dann haben wir hier auch kein Leben. Und ganz da hinten, zwischen den Zweien durch, da war da Leben? Ich weiß es gar nicht mehr. Da war die Höhle mit dem vielen Eisen, das dann auch nicht mehr da war. Also ja, ich weiß auch nicht. Nee, ich glaube, wir machen jetzt lieber erstmal eine Bootstour. Theoretisch haben wir alles, was wir brauchen. Beziehungsweise ich könnte mir... Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich schau mal, was wir brauchen für einen Unterstand. Einen langen. Ah, schön, dass ich den weggeworfen habe. wir könnten uns die Sachen... Oh, ich habe auch noch gar kein Räuchergestell gebaut. Ja, stimmt. Wir könnten uns die Sachen, könnten wir uns mal in die Kiste legen. Ja, 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 ja. Einfach damit wir da ein bisschen
besser vorbereitet sind, falls wir irgendwo schlafen müssen. Töpferscheibe, ich auch noch keine. Schmiede habe ich schon, die anderen waren auch. Ja, ja, ja. Ja, oh, ich bin gespannt auf die... Hier, der Kühlschrank. Ich bin gespannt auf die Updates. Das wird cool. Okay, nee, dann gehen wir ein bisschen... Gehen wir ein bisschen auf Tour. Schauen wir uns mal so um, was es hier sonst noch so gibt. Denn, ja, wir müssen ja ein bisschen warten, ein paar Tage in-game, ein paar in-game-Tage rumbringen, dass wir wieder Leben haben. Und vielleicht finden wir ja auch eine Insel, die sogar noch näher ist als... Gut, nicht als die jetzt hier. Aber vielleicht als die anderen. Wir könnten theoretisch diesen Weg, was wir da gemacht haben, nochmal abklappern. Aber, boah, das ist schon weit gewesen. Waren wir schon relativ lang unterwegs. Ne, ich glaube, ich fahre jetzt erstmal heim. Pack meinen Koffer. Mit Cerealien für fruchtiges Überleben, beziehungsweise einen schönen Unterstand. Für einen schönen Schlafsack. Und dann ziehen wir mal weiter. Das ist 1, 2 und 3. Das hier ist die eine, wo einmal falsch gefahren sind, die kennen wir also auch schon. Das heißt, wir müssen wirklich, wirklich... Norden. Wir sind hier, dann müssen wir echt nach Süden, in Richtung Süden ziehen. Oder einfach mal direkt nach da hinten weiter. Einfach mal schön geradeaus. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Ja, ich glaube, das ist ein guter Plan. So, ich versuche mal wieder hier so ein bisschen schön ranzufahren. An mein Pier. Ja, aber dann sollte ich mal... sollte ich hier mal ein bisschen Fahrt rausnehmen. Und den Anker werfen. Ja, toll. Und trotzdem nasse Füße bekommen. So, dann lass mal sehen. Einmal lang, zweimal kurz. Ich nehme ja das jetzt einfach mal aus der Kiste raus. Wir nehmen zweimal lang. Ach ja, Stack. Man wird Stack moven können bald. Das hoffe ich mal, kommt so schnell wie möglich mit dem Inventar. Denn, ja, das wäre schon sehr wichtig. So, einmal, dann haben wir zweimal, so dass wir zwei Unterstände machen können. Dann brauchen wir vier Stöcke. Also vier kleine. Und dann brauchen wir ein Seil. Wir haben 8 Seile. Und 6-mal Grasbüschelzeug. Das heißt 12-mal Grasbüschelzeug dann in dem Fall. So, ein Leder haben wir noch. Ja gut, das lasse ich jetzt mal auf dem Schiff. Ist jetzt gerade nicht so dringend. Aber ich könnte mir hier auch noch Kokosnüsse... Ja, da guck mal, da liegen ja schon welche. Hier auch mal noch Kokosnüsse holen. Ja. Dass wir noch ein bisschen mehr zu essen haben. Und natürlich zu trinken. Das ist nie verkehrt. Da hängen nämlich auch noch welche. Zack, und... Zack. So. Wie ist das? Ist der Tag schon wieder am Abklingen hier? Ich glaube schon. Zack. Da hat sich's ausgeschlangelt. Nichts. Da hängt eine. Oh.
Okay. Und hier? Nein. Oh, aber hier zwei. Napfig. Na. Dämliche Krebse. Okay, hier. Oh. Ja, wunderbar. Und noch eine. Okay, wir werden genug Kokosnüsse haben. Aber das ist wichtig. Essen und Trinken ist, glaube ich, so ziemlich mit das Wichtigste, wenn man auf Reisen geht. Dämliche Krebse, haut ab. Lasst mich in Frieden. Nichts dran. Damit schauen wir mal noch auf die andere Seite rüber. Da ist bestimmt noch was. Jetzt regnet es hier. Jetzt werde ich auch noch nass. Es müsste theoretisch noch ein bisschen dunkler werden. Es ist meistens noch relativ sonnig, wenn es regnet. Es müsste noch ein bisschen... noch ein bisschen trüber werden. Das wäre realistischer. Wenn so die Wolken noch so ein bisschen hier das Ganze ein bisschen dunkler machen würden. Stopp! So. Okay, ja, es ist nämlich schon wieder, der blaue Sonnenuntergang hier. Die blaue Sonne geht schon wieder unter. Okay, wir haben genug Kokosnüsse. Ich brauche noch Grünzeug. Grünzeug. Wo? Wo war denn das Grünzeug? Ah, hier. Nein. Hä? Okay, dann hole ich mir halt hier Grünzeug. So. Also wie viel brauche ich? 12 Stück, ne? Zehn. Zwei Grünzeug brauche ich noch. Hä, wieso kann ich hier nix weggehieten? Komisch. Habe ich das alles weggeerntet schon? Merkwürdig. 1, 2. So, 12 Stück. 6 Stück. Ja, und seine Hammer. Sehr gut. Hep. Dann preparen wir das Boot. Ich habe ein bisschen doof geparkt. Aber naja. So, Rohhaut. Hier die 12 Fasern. Dann die Kokosnüsse. Die 4 lasse ich da. Dann die Stöcke und die Stöcke. Und dann hole ich mir die Rohrhaut wieder rein. Die kommt darüber noch. So. Hat schon wieder aufgehört mit Regnen. Wunderbar. Einmal so, einmal so. Huch, einmal so. Ja, wunderbar. So, dann haben wir Eisenspeer, Eisenmesser, Stein, Axt. Nicht mehr gleich. Brauche ich dazu Stein oder Spitzenstein? Wo ist er denn? Hier. Ne, nur normalen Stein. Okay. Und ein Seilchen und ein Stöckchen. Ein Stöckchen. Und ein Seilchen.
Und ein Steinchen. Ein Steinchen. Wo haben wir denn... Ich sehe gar nichts mehr. Oh, hier so der Nebel. Ist auch geil. Oh, Hilfe, was ist jetzt los? Monster, die Auslastung gerade. Heftigst. Ich nehme mal ganz kurz die Fackel. Hier, da haben wir doch ein Steinchen. So, dann haben wir noch eine Steinaxt. Die ist noch halbwegs. Das scheint auch noch alles relativ gut zu sein. Okay. Denn die Auslastung ist immer noch so heftig. Okay, das ist sehr strange. So, dann kehren wir ins Bettchen zurück. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Time to play Under a New Sun. Und bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.